So, Leute, da sind wir beim nächsten Video. Es ist ein bisschen laut im Hintergrund, es hallt auch ein bisschen. Ich bin nämlich im Laden. Und zwar hat mir jemand diesen Briefumschlag gegeben. Danke dafür, Dennis. Und ich wusste erstmal gar nicht, was ich mit diesem Briefumschlag anfangen sollte. Das ist ein Zwickel-Layer-Drop. Jetzt sind die von So-Schachteln auf So-Schachteln auf So-Schachteln umgegangen. Und da muss ich sagen, das finde ich tatsächlich sehr cool. Ich mag das und finde es auch sehr cool, dass sie das machen. Und hoffe ja, dass diese Karten hier drin nicht ganz so gecurlt sind, wie die in den anderen Boxen. Gucken wir uns das Ganze mal an. Hier ist auf jeden Fall so, es ist super, super schwierig, das Ding aufzumachen, weil sie haben hier einen Siegel drauf gemacht. Props on Wizards, sie haben gelernt. Und sie haben hier so ein Aufreißbändchen. So, flupp, machen wir das mal. Ich bin zu doof dafür. Machen wir das mal auf, wollte ich sagen. Machen wir es so auf. Guckt hier doch. Aufgemacht. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie rum das ist. Hier ist Thank you for being part of Secret Lair. Und der Rest ist leer. Und ja, gucken wir uns an. Thank you for being. Das ist mittlerweile noch eine Kreditkarte. Nicht Kreditkarte, eine Dingkarte. Hier sind dann unsere Ding. Und das ist sogar dicke Pappe, damit das nicht knickt. Genau wie das. Ganz cool. So, wir haben hier erstmal unsere Ding und die sind, ich mach die mal runter, die sind hier schon echt ein bisschen malträtiert. Die waren so im Umschlag. Danke dafür, Wizards. Aber ich glaube, die Karten selber haben nichts abbekommen. Gucken wir uns mal an. Das Erste, was mir auffällt, was ich sehr cool finde, ist, man kann die hier an dieser Ecke, wenn man gut ist, aufreißen. Die haben hier oben so eine kleine Noppe zum Aufreißen. Ich bin zu schlecht dafür. Also öffnen, ich weiß, warum ich immer gesagt habe, ich mache nicht so viele Openings. Aber ich bin echt kacke darin, Sachen zu öffnen. So, gucken wir uns mal an. Wir haben hier eine Atraxa. In Gilded Foil, was aber gar nicht so krass rauskommt, wie bei den aus dem Booster, habe ich das Gefühl. Aber sie ist echt hübsch. Und ja, Flying Death Touch, Vigilance, Lifelink. Und zu Beginn des Endsteps proliferaten, das ist sehr kurz, sehr knackig. Ist schon hübsch, muss man einfach sagen, ist schon hübsch. Dann haben wir, ich weiß gar nicht, was hier drin ist, dann haben wir eine Brayer Ethereum Shaper. Die ist natürlich richtig nice. Hat ein Kollege von uns, also die hat auch ein Kollege von uns gespielt, der hat nicht lange mit uns gespielt. Die hat ein Kollege von uns gespielt, der hat etwas länger mit uns gespielt. Das ist ein Artifact Legendary Creature für 4 Mana, 4/4. Und wenn sie ins Spiel bekommt, kriegen wir 2/1/1 blaue Topter mit Fliegen. Blaue Topter mit Fliegen sind übrigens die besseren Topter mit Fliegen. Und mit 2 Mana können wir 2 Artefakte opfern und entweder 3 Schaden einem Spieler zufügen oder einem Planeswalker. Oder wir können der Kreatur mindestens 5 Ziel geben oder wir kriegen 5 Leben. Mit ihr gibt es eine Menge Infinity-Kombos. Und ihr Artwork ist richtig hübsch. Aber auch bei ihr kommt dieses Gilded Foil. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen duller als bei den Capennas. Finde ich ein bisschen schade. Oder wir sind einfach europäischen Print gewohnt. Wo wird das Zeug hergestellt? Entschuldigung. Wo wird das Zeug hergestellt? Made in Japan. Okay, das sind japanische Secret Layers. Das heißt, die sind von der Qualität her auf jeden Fall besser wie die amerikanischen, aber halt nicht so kraftvoll von den Farben. Und das spiegelt sich hier wirklich krass nieder. Das erklärt vieles. Und dann haben wir einen Jitris. Oh mein Gott, das sieht ja richtig geil aus. Vorne mit dem Symbol drauf. 5/4 Trample und wenn er Schaden zufügt an einem Spieler, hat der nächste Spell, den man von der Hand castet, Cascade. 4 Mana, 5/4 Trample. Ein Ogre Wizard. Ist mir bei dem alten Artwork nie aufgefallen. Und dann, das was für viele interessant ist, die gar nicht mal so gecurlt ist, ehrlich gesagt. Also das Curling, was gerade sieht, kommt hiervon. Die sieht sehr straight aus. Das heißt, es könnte eine Vollkarte sein. Die Karten können teilweise mittlerweile, ich glaube, bis zu 120 Euro wert sein. Weil es gibt ein paar ganz, ganz seltene, die darunter sein können. Oder es könnte ein Sliver sein. Und wir haben einen Sliver. Wir haben einen Lava Belly Sliver. 3 Mana 2/2 Sliver, die wir kontrolliert haben. Immer wenn diese Kreatur ins Spielfeld kommt, fügt sie einen Schaden am Spieler zu und wir kriegen ein Leben. Wo ist der denn her? Ist das ein Modern Horizons 1 Sliver? Gab es ein Modern Horizons 1 Sliver? wenn ihr das wisst, könnt ihr das mal bitte unten in die Kommentare schreiben. Und ja, soviel zu dem Secret Layer aus dem Briefumschlag aus Japan. Und ja,
Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr ja, könnt ihr den Daumen natürlich gerne drücken und das Video gut bewerten. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. I'll be like it. Ciao, ciao.